Hallo Leute, hallo liebe Lumixer. Neues Motto: erst liken, dann gucken. T-Shirt kannst du übrigens kaufen, Link packe ich in die Beschreibung. So, aber um was geht es eigentlich wirklich? Es geht darum, die GX80 und daran das Panasonic 60mm Makro 2.8. Und jetzt seht ihr schon einen Vorteil von unseren Systemen. Stellt euch jetzt mal eine Spiegelreflexkamera vor mit einem 60mm 2.8 Makro. Und hier habe ich es so in der Hand. Weiterer Vorteil natürlich von unserem System: ich kann einfach eine Panasonic-Kamera an ein Olympus-Objektiv machen und umgekehrt. Allerdings muss ich auch direkt sagen, dass es mir schon aufgefallen ist, dass die Olympus-Objektive wesentlich besser an einer Panasonic-Kamera funktionieren als umgekehrt. Man munkelt, da hat Olympus in ihren Kameras eine Software. Man munkelt. Was soll ich sagen? Es hat super funktioniert. Beispielbilder seht ihr ja auch schon gerade. Und ich möchte jetzt auch nicht hier über die technischen Details von dem Objektiv eingehen, weil ich bin kein Techniker, ich bin ein praxisorientierter Mensch. Ich nehme das Objektiv, schließe es an, mache Bilder, gefallen mir die Bilder damit, ist es für mich ein gutes Objektiv. Ob es jetzt 3, 4, 5 Linsen innen drin verbaut hat oder, ist nicht meine Welt. Meine Welt ist es dran machen, gucken, schön. Oder auch nicht. Aber hier wird es schön, ihr seht es ja an den Bildern. Und ich kann dieses Objektiv, das 60mm 2.8 Makro von Olympus, an einer Panasonic-Kamera, zumindest hier jetzt erstmal an der GX80 getestet, mehr als empfehlen. Die GH5 kommt ja nach der IFA zu mir zum Testen, da will ich das natürlich auch dran testen. Und ja, in diesem Sinne, kleines knackiges Video mit Herz und Seele, Tom.